Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Ja, es ist immer noch der Release-Tag. Ich nehme schon wieder auf, weil ich einfach so viel Bock auf dieses Spiel habe. Und ich werde auch gleich sagen, dass morgen, also wirklich morgen, ja eigentlich dann heute, kein Gran Turismo-Part kommt, weil ich einfach da jetzt gerade nicht mehr zum Aufnehmen komme. Deswegen kommt morgen nochmals leider nur Grid und dann, ich denke, Samstag, Sonntag, da wird dann auch wieder Gran Turismo 5 kommen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo wir ganz genau stehen geblieben waren. Sagt er mir hier irgendwas? Nee, ne? Das heißt, ich müsste wahrscheinlich einfach nur weitermachen. Weil diese New Union Rennen haben wir ja fertig gemacht. Jetzt müssten wir ja nur noch Trans-American Pacers machen. Allerdings wollte ich mal vorher erstmal was gucken. Bei meine Fahrzeuge. Bei den Sponsoren nämlich. Ob die immer noch gelten. Ach so, okay. Also da steht jetzt Ziel erfüllt. Aber irgendwie kann ich die hier auch nicht wechseln. Also... Bisschen komisch irgendwie, oder? Wieso kann ich die denn jetzt hier nicht wechseln? Kann ich die nicht hier rausschmeißen irgendwie? Nee. Aber das muss ich doch eigentlich hier drin machen, oder? Oder was ist, wenn ich jetzt Fahrzeug wechsle? Oh! Alter Schwede. Indycar. Achso, ja, das war dieses Ding, was ich mir runtergeladen habe. Stufe 1, jetzt müsste ich da... Oh. Ach ja, das war von dem Add-on, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Hä? Lol. Fahren trotzdem den rein. Okay. Ja, dann werde ich mal kurz Fahrzeug wechseln. Werde jetzt mal hier eigene Lackierung anpassen. Sponsoren. Ne, kann ich auch nicht machen. Kein Blassen. Vielleicht wisst ihr da ja irgendwie was. Keine Ahnung. Nein, ich würde gern Fahrzeug wechseln, genau. Ich würde wieder gern hier genau den Nissan nehmen. Der ist nämlich, ich finde den echt ganz gut. Muss ich jetzt wirklich mal zugeben. Gefällt mir. So, ne, passt schon alles. Und ich denke dann, oh oh, nein. Genau, hier wollen wir hin. Karriere. Trans America Pacers ist ein Duell. Alles klar. Dann machen wir das mal. Du bist wieder nur zu einem Event der Trans America Pacers eingeladen worden. Wenn du ihnen beweisen kannst, dass du mit ihnen mithalten kannst, laden sie dich sicher erneut ein. Okay, er sagt ja, dann laden sie mich erneut ein. Finde ich ganz cool. Ja, deswegen, das habe ich schon alles gemacht. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Na gut, machen wir das halt mal. Duelle sind direkte, kompromisslose Zweikämpfe. Es gibt keine Strafen für Kollisionen. Denk daran, dir ist alles erlaubt. Ihnen aber eben auch. Mhm, okay. Es ist alles erlaubt. Also war anscheinend vorher nicht alles erlaubt, oder? Weil ich doch vorher gemeint hatte, ach, so ein bisschen Feindkontakt ist ja nicht so schlimm. Also hätte ich da jetzt theoretisch auch eine Strafe kassieren können. Sollte mich das zum Nachdenken anregen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lexa Drift in der Karriere 100 Meter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefahrene Karriere, da Distanz 35 Kilometer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Denk dran, du musst in die Top 3 fahren, damit dich die Pacers nochmal einladen. Yo, Top 3? In einem Duell? Okay. Na ja, gut. So, er zieht mir jetzt hier ab, klar. Verbesser deine Zeiten im ersten Sektor, dann hast du gute Chancen. Alter. Ich wollte jetzt gerade sagen, verpisst du dich jetzt mal schön von mir. Ey, die Strecke kennen wir doch. Alter. So, jetzt ich versuche jetzt hier mal wirklich mal ein sauberes Rennen hinzulegen. So, wirklich nicht anzuecken oder so. Ich glaube, so ein Duell dauert nicht lange. Obwohl, ich weiß es nicht. So. Hier wieder eine scharfe links wahrscheinlich. Boah. Nein. Ja,
Das war's dann mit dem nicht anecken, ne? Jetzt so muss ich gucken. Ja, die Scheibe ist schon tot. Wow, Alter, jetzt kommt er mir hier nochmal gefährlich nahe. Die Kurve war scheiße angefahren. Da hat es hinten schön was kaputt gemacht. Nicht so toll, aber gewonnen. War es das schon jetzt? 55-227. Starkes Rennen, Christoph. Ich bin an diesem Sieg nicht ganz unbeteiligt. Starke Teamleistung. Hä? Was hat der denn bitte schön gemacht? An meinem Auto. Naja, egal. Ach so, Viertelfinale ist das. Ja, okay, dann gibt Top 3 eine. Gibt es natürlich Sinn. Aber was hat er jetzt bitte schön gerade gemacht? Er hat nichts gemacht. Er hat wirklich rein ja nichts. Ich bin doch gefahren hier am Kontroll hier. Na, egal. Der Typ hat halt seine eigenen Gesetze, was weiß ich. So. In Duellen insgesamt ein Überholmanöver. Ja, klar, war ja gerade eben mein erstes Duell. Rekordsieg ja bei Club Events 3. So, wieder gleiche Strecke. Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Dein Auto ist ganz schön demoliert. Was? Mein Auto ist demoliert? Ach, das repariert sich nicht, oder was? Verarschen! Ah, okay, also muss ich jetzt doch noch ein bisschen vorsichtiger fahren. So, den kann ich jetzt hier ja schon hinter mir lassen. Boah! Kann ich das bitte nochmal machen? Ich überlege gerade. Genau, hier einzusteigen. So, dann geht nämlich die hier besser. Wird die hier nämlich besser gehen. Und das ist dann wie so ein Flow einfach. Wenn du den nicht drin hast. Wenn du eine Kurve verkackst. Und da ist es eine Kurvenkombination. Verkackst du die andere auch noch gleich. So, aber jetzt mal schauen, dass wir wirklich nicht anecken hier. Wie gesagt, anscheinend behält der Schaden oder geht der Schaden mit in die nächsten Runden. Boah. So, jetzt kommt er gleich nochmal. Oder wie ist das? Kommt er nicht nochmal? So, hier wieder schön im Drift. Alter! Ja, das ist zu Recht. Hat es gescheppert. Nutze das zu deinem Vorteil. Das ist ja mal richtig zu Recht. Da will er mich numdrehen. Umdrehen? Rumdrehen? Starkes Rennen, Christoph. Perfekt. Platz 1. Ja, kann ich hier vorspulen? Ja, guckt euch das mal an. Hier. Wie der da reingestochen kommt. Kamera? Kamera? Jetzt. Ja, Alter, zeigt mir doch nicht die Häuser. Ja, jetzt kommt er doch gleich hier. Ne, kommt noch nicht. Jetzt hier kommt er gleich. Jetzt er. Paff! Da habt ihr es gesehen? Da Pam! Wieder reinkommt! Ja, Alter, spast, ganz ehrlich. So, Halbfinale haben wir. Jetzt sind wir Finale. Alter, meine Güte! Crasht er mich eiskalt weg. Kleiner Spasti war das. Ja, ich hoffe, das hat jetzt meinem Auto nicht zu sehr wehgetan, sage ich jetzt mal. Weil das wäre halt sonst schon kacke. Immer Höhenmanöver in Duellen insgesamt 3. Wann habe ich den zweimal überholt? Ach so, wegen der Rückblende? Zählt er das dann doppelt? Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Jo, das ist auch immer wieder der gleiche Spruch. Hätten sie ja auch ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht reinbringen können. Boah, Alter! Der geht direkt mal ab wie ein Zäpfchen hier. So. Aber ich bremse hier später, Kollege. Alter, der ging sogar ohne Drift diesmal. Aber der hier muss doch wieder mit Drift gehen. So, aber er klebt mir noch am Heck. So. Wow. So, ich werde jetzt mal gleich kurz Pause machen, weil meine Aufnahme gerade wieder ein bisschen rumspinnt. Da. Verpiss dich! Genau, fahr gegen die Wand! Spast, ganz ehrlich! So. 54, ja, war schlechter. Super!
Das wird für Aufmerksamkeit bei den Pacers sorgen. Ja, das hoffe ich ja wohl mal. So, jetzt hat sich auch meine Aufnahme wieder beruhigt. Also wenn es jetzt irgendwie ein paar kleine Lags gegeben hat, dann entschuldigt das bitte. Weiter. Dann scheiß auf besten Liste. Mein Internet hat wieder ein paar Abspackungen. One new message. Genau, da stand First Race. And my money is going to be, oder was? Also, er setzt das Geld auf mich. Ja, ist ganz klar. Smartphone sei Dank, lol. So, wie viele Fans kriegen wir dazu? Knacken wir die 15? Ja, alt. What? 20.750. Achso, ich habe gerade eben gedacht, das wäre. Die Fahrer von New Union und die Pacers sind mit dem Boot. Denkt deshalb daran, sobald die WSR beginnt, gelten die aktuellen Einladungen nicht mehr. Das habe ich jetzt so nicht gerade ganz verstanden, weil die Stimme von dem Typen immer noch so leise ist. Das regt mich voll auf. Gucken wir nochmal hier Audio. Optionen. Audio. Sprache 100%, Musik, Effekte. Ja komm, schrauben wir halt alles wieder auf 100% hoch. So. Ja, jetzt speichert er noch kurz. Und dann noch ein Event machen wir auf jeden Fall. Er hat nur gerade irgendwas gelabert mit Duell, geht dann sonst weg und so. Kommt's nochmal? Nee. Eine Fahrzeug-Challenge könnte ich halt machen. Eine Promo könnte ich machen. Und erfülle das letzte Ziel. Was war das letzte Ziel denn? Hast du es behalten? Das klingt nicht schlecht, oder? Nö, das klingt tatsächlich nicht schlecht. Bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Dann gehört das Auto dir. Ja, ich denke, das sollten wir hinkriegen, oder? Eine Minute und sieben müssen wir unterbieten. In dem Nissan Fairlady die Z. Okay. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, da machen wir das halt, ne? Nein. Okay, dann haben wir nämlich... Vielleicht können wir dann die Sponsoren wechseln, wenn wir alle geschafft haben. Das fände ich jetzt mal nice. Naja, wir werden es sehen. Noch ein paar Fragezeichen hat für mich das Spiel, aber ich denke, die werden sich im Verlauf klären. Also für mich macht es richtig viel Spaß. So. Kommt wieder was? Achte auf Abzweigungen, damit du nicht in der Leitplanke endest. Lol. Super Tipp. Ups, ich wollte mal... Besonders so. In Sektor 2 musst du deutlich zulegen. Was? In Sektor 2 muss ich deutlich zulegen? Wieso das denn? Ich bin doch nicht mal durch Sektor 1 durch. Nein, shit. Ja, war fail. Aber egal. Boah. Aber der hat ein bisschen trägeres Handling als mein Nissan Silvia. Oder wie auch immer der heißt. Also, der ist ein bisschen träger. Das sieht man hier auch. Ich kann nicht mit Vollspeed durch die Kurve hier. So. Eine Minute und sieben muss ich knacken. Ich denke, das sollte drin sein. Bisschen vorne gerahmt, naja gut. So. Ja, die Strecke kennen wir auf jeden Fall auch schon. Beziehungsweise ich kenne sie schon. Oh, war zu viel gedriftet, Jungs. Oh, oh, eine Minute sieben, das könnte noch knapp werden. Nee, ich denke, das... Ja, nee, das passt. Das passt locker. Ziel erfüllt. Yay! Fahrzeug freigeschaltet. Jawohl. Sehr nice. Sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, einen Blick unter die Haube zu werfen. Naja, also so geil war der jetzt nicht. Meiner Meinung nach. Aber... Naja, gut. Jetzt sollten wir auf jeden Fall die Sponsoren irgendwie... Also, wir haben jetzt alle Sponsorziele erfüllt. Fette Beute. Und es gibt wieder Fans. Sozusagen die Erfahrungspunkte oder so eine Art, ne? Na, da gab es jetzt nicht so viele, ne? Na gut.
Aber krass, nach so kurzer Zeit 20.000 Fans plus. Nicht schlecht, nicht schlecht.